Herzlich willkommen beim Alphatier aus dem verschneiten Düsseldorf. Und wir gehen heute auf die Bootmesse bei Schneefall hoch 10. Ich bin mit dem Auto hier hingefahren, war schon eine ziemlich lange Strecke. Und hier war alles voll, jeglicher Parkplatz war hier belegt. Unfassbar, also hier sind Menschen ohne Ende heute. Das ist der erste Tag, die Messe ist um 9.30 Uhr gestartet. Und geht bis, ich meine, 18 oder 20 Uhr, ich bin mir gerade nicht sicher. Und man merkt, dass der Andrang groß ist. Viele schöne Boote. Und ich gucke einfach mal, was uns da so erwartet. Ich freue mich drauf. Vielleicht esse ich mir auch mal was auf der Messe, mal gucken. Ich nehme auf jeden Fall ein paar Flyer mit, ein paar Souvenirs und alles Mögliche halt. Ich habe einen extra Rucksack dabei. Dann kann ich auch richtig schön Sachen einpacken. Ein paar Pfandflaschen werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen, wenn da welche liegen. Es ist halt Geld und Geld sollte man nicht einfach so liegen lassen. Ja. Die Bahn ist direkt auch vor mir. Ich muss jetzt noch ein bisschen laufen. Ich muss überlegen, in welche Richtung ich laufen muss. Denn die Messe, die ist halt schon noch ein bisschen entfernt. Ach, da hinten muss ich langlaufen. Das ist nämlich ziemlich weit weg, wo ich geparkt habe. Denn hier war alles voll. Hier waren ziemlich viele Menschen unterwegs mit ihren Autos. Da kommt man nirgendwo rein. Obwohl ich einen Smart habe, komme ich da nicht rein. Unmöglich. Die Lücken sind einfach zu klein. Und manche stehen halt auch einfach zu eng. Und das funktioniert da nicht. Und wir sind jetzt hier am Aquazoo von Düsseldorf. Nordpark Aquazoo. Und laufen jetzt die komplette Kaiserswerther Straße runter zur Messe. Das sind jetzt ein paar Kilometer noch. Aquazoo ist heute auch sehr gut besucht, muss ich sagen. Viele Autos stehen da. Wahnsinn. Ist ja auch ein schönes Wetter heute. Die Sonne scheint, was will man mehr. Besser als, dass die Sonne scheint, kann es ja gar nicht werden. Hier diese Next-Bike-Fahrräder, diese Mietfahrräder sind das. Ja. Man kann auch mit dem E-Roller zur Messe fahren. Da wurde ein Fahrrad wohl, ich denke mal, geklaut. Man könnte auch mit dem E-Roller fahren. Das Problem ist nur am E-Roller, dass der bei Schnee halt nicht fahren kann. Und wenn ich den E-Roller jetzt nutzen würde bei Schnee, dann könnte ich mich halt schnell hinlegen. Und deshalb fahre ich halt ohne E-Roller und gehe halt dann zur Messe hin. Weil sonst ist das halt schwierig. Aber ich habe einen schönen Parkplatz gefunden, auch wenn es gedauert hat. Ich war jetzt ungefähr eine halbe Stunde am Suchen. Weil hier halt einfach nichts frei ist. Es war aber klar. Ich bin damals auch bei der Caravan in Düsseldorf am ersten Tag gegangen, wie heute bei der Boot. Und da war auch nichts frei. Da habe ich mich auch ganz weit irgendwo ins Wohngebiet gestellt. Weil da findest du halt einfach keine Parkplätze. So musst du das halt sehen. Das ist natürlich schade. Hier ist ein schöner Hundepark. Schon toll hier. So oft war ich jetzt hier auch noch nicht. Da steht schon Messetor 1. Aber das finden wir noch nicht. Da steht My Spirit lives here. 20. bis 28.01. Jetzt tickets sich einer. Die Tickets, die habe ich ja schon. Also das Ticket, das habe ich mir schon extra vorher gekauft. Weil ich das Risiko hatte halt, dass es keine Tickets mehr gibt. Hier ist wieder so ein Next-Bike-Fahrrad. Die sind richtig beliebt. Das sind diese E-Bikes. Miet-E-Bikes, es gibt ja auch Miet-E-Roller und das sind halt die Fahrräder dazu. Ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen. Es ist nicht so um die Ecke. Wir sind aber schon ein Stückchen weiter. Aber ich denke, wenn das Wetter mitspielt und es würde jetzt kein Schnee liegen, dann könnte ich auch mal meinen E-Roller mit im Smart transportieren und am E-Roller auf der Messe fahren. Weil das ist ja erlaubt. Du darfst auf dem Messegelände mit dem E-Roller fahren. Nur halt ist das schwierig bei Schnee. Ich bräuchte halt Schneeketten und die müssen wir erst kaufen. Die hat man auch nicht einfach so. Mal so ein paar Schneeketten. Wer hat schon Schneeketten? Ja, das ist eine ganz lange Straße, die ich gerade entlang laufe. Sehr groß ist die Straße vor allem. Also ist schon Wahnsinn. Vor allem, wie weit diese Straße geht, das finde ich ja so Wahnsinn. Hier ist ein E-Roller, mein erster E-Roller. Ich habe ja einen eigenen und das ist halt diese Mietroller von Voi. Ja.
Hier ist ein Supermarkt. Ein Aldi ist hier. Ja. Kannst du dann in die Tasche stecken. Fährt ein Auto raus, den muss ich beeilen. Aldi Süd haben die hier. Auch nicht schlecht. Goldschmiede, Eisenbad, Metzgerei, Rosi, Bäckerei, Konditorei, Stockholmer Früchtchen. Ja, das ist ja halt in Düsseldorf, Stockholm. Da hinten ist die Messe. Trotzdem nur ein Weg, den ich jetzt in Anspruch nehme. Ich muss überlegen, ob es nach links ab ist oder nach rechts. Da hinten ist das Messesymbol. Das heißt, ich muss nach. Gute Frage. Ich würde sagen, ich muss nach links. Ja. Macht Sinn. Ich gehe jetzt einfach mal nach links ab. Ich bin jetzt noch nicht so oft zu Fuß hingegangen, ehrlich gesagt. Aber die sieht mir nach dem Messer aus da hinten. Und das ist das Messersymbol auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, welchen Eingang ich jetzt erwische. Keine Ahnung. Das kommt jetzt auf den Zufall an, so würde ich es mal benennen. So. Und später nach der Messe, wenn ich durch bin, fahre ich dann zu einem sehr guten Kumpel. Und guten Kumpel, und da werde ich dann mit denen zusammen das Borussia Dortmund Fußballspiel aus Sky schauen. Da ist dann noch einer dabei, ein Freund von dem anderen. Und dann gucke ich mir das Spiel an. Und danach werde ich nochmal zum Raum fahren, weil gestern hat das mit dem Raum nicht funktioniert. Ich hatte nämlich vor, ein paar Modelle da hinzubringen. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil das Problem war, dass der Raum, wenn der Bahn kommt, dass der Raum halt, ich hatte halt den falschen Schlüssel dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich sehr bitter. Kann man einfach nur als bitter benennen. Aber so ist das manchmal. Deshalb fahre ich heute nochmal hin. Ich habe den Schlüssel dabei, dass ich da nochmal hin kann. Ich habe nämlich gestern von dem einen Kumpel Modellautos geschenkt bekommen. Ganz schöne LKWs und so weiter. Da brauche ich mich schon drauf, die da hinzubringen und die da einsortieren. Jetzt geht's zur Messe. Das ist aber ein weiter Weg. Fahrradfahrer sind hier auch öfters vorhanden, deswegen muss man hier echt richtig aufpassen, dass man hier nicht von irgendeinem Fahrradfahrer erwischt wird. Da ist alles gesperrt. Da darf man gar nicht mehr parken. Naja, die machen hier halt auch vieles zu, das sage ich euch ganz ehrlich, weil die möchten auch Geld verdienen mit den Parkplätzen. Jetzt sind wir schon mal näher an der Messe dran. Wieder so ein E-Roller. Ja, die stehen hier überall, die E-Roller. Wahnsinn, dass die überall stehen. Das ist schon ziemlich krass. Kfz-Prüfstelle. Ne? Keine Deutschland. Ah ja, da hinten kommt die Messe. Da hinten ist die Messe. Die ist alles verschneit. Und das ist ziemlich glatt, also muss man aufpassen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier richtig schnell gehen kann oder so. Man muss halt schon richtig aufpassen, dass man sich nicht weh tut. Weil hier alles glatt ist. Naja, hier war ja auch ein übelster Schneefall in der Stadt. Sind ja auch viele jetzt hier, die haben da ihren Schlitten genommen und sind dann Schlitten gefahren. Und da steht auch wieder was von der Boot. My Energy ist hier. Oh. Und hier so schöne Apes. Auch schöne Fahrzeuge. Weingarage. Jetzt sind wir auf der Stockholmer Kirschstraße. Die ist bekannt. Die führt nämlich direkt zur Messe hin. Direkt die nächsten E-Roller. Ich weiß gar nicht, ob die mit den E-Rollern auch bei Schnee fahren. Keine Ahnung, ob die das können. Das ist eine gute Frage. Also wo ich das letzte Mal hier war, das war bei der Caravan. Und da sind auch welche mit dem E-Roller gefahren durch das Messegelände, weiß ich noch. Auf der Gamescom auch, in Köln, da waren auch welche. Auf der Reha-Care auch. Ist auch hier. Ah, da hinten ist die Messe, ich sehe sie schon. Da sind schon die Flaggen, das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Schöne Wohnmobile stehen hier. Boah, ein großes Wohnmobil steht hier. Riesen Anhänger. Boah, was ist das denn? Das könnte Morello sein. Oh,
Schön, schön. Und die ganzen Lieferservice von Rewe, die fahren hier auch alle rum. Und Morello. Riesenwohnmobil. Also Riesenwohnmobil. Ah, da hinten, da ist es. Da ist das, wo ich hin möchte. Ich freue mich so auf diese Messe. Aber sowas von. Gehen aber auch viele hin. Na gut, die Messe, die läuft jetzt seit 1,5 Stunden. Mal abwarten, wie es wird. Jetzt kommt erstmal gleich diese riesen Tiefgarage. Und dann nach kommt irgendwann der Eingang der Messe. Irgendwann. Ist das so weit? Das ist echt ein Stück zu laufen. Also einfach ist das nicht. Da sind schon die ersten Hallen. Zeig's euch mal. Guckt, die erste Halle. Was ist das für eine Halle da hinten? Und hier fliegen auch die Flugzeuge. Auch Wahnsinn. Fliegt gerade ein Flugzeug. Aber hier daneben ist halt direkt der Flughafen von Düsseldorf. Und die fliegen dann halt über die Messe. Und hier ist ein schöner Park. Wahnsinn. Toll, tolles Messegelände. Da steht das Boot 24. Wir kommen. Geöffnet. 6 Euro pro Stunde parken. Boah, ist das teuer. 6 Euro pro Stunde, wie spare ich mir? Mal rechnen würde, wenn man den ganzen Tag bleibt und 6 Euro pro Stunde zahlt, dann zahlt man ja ein Vermögen an Geld. Ist ja Wahnsinn. Und hier ist das nächste Schild. My friends are here. Taucher. Ja, es gibt auch Sachen so Richtung Taucher als Souvenirs. Also so ein Tauchersortiment gibt es ja auch. Ja, also ich sag mal so, ich komme hauptsächlich wegen den Yachten. Ich kann mir gerne die Yachten anschauen. Da habe ich richtig Interesse dran. Die interessieren mich sehr stark. Und ich würde halt auch gerne die Segelboote sehen. Die neuen, vor allem die Bavaria, weil ich ja selber auch segeln gehe. Mit meinem Vater und meinem Bruder. Und ich mache auch bald einen den ersten Segelschein. Und das würde ich mir halt sehr gerne angucken. Dann auf jeden Fall die Motorsportboote. Die sehen auch ziemlich angenehm aus. Hier ist der Eingang, ich kann es gar nicht erkennen. Aber da kann man gar nicht rein, da ist ein Privateingang. Da darf ich nicht rein. Da hinten ist der Eingang. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da fahren die ganzen Busse. Die fahren hier gerade von Messeeingang Süd auf Messeeingang Nord. Wahnsinn, was hier los ist. Ich bin mal gespannt, wie es auf dem Messegelände ist von der, ja, von der Volle. Also, ob da viele Menschen sind, keine Ahnung. Hier parken auf jeden Fall einige, deswegen glaube ich, dass es schon voll sein wird. Und dann gucke ich mir die richtig schönen Schiffe an. Die haben gesagt, es gibt 5 Boote, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Vor allem ist darunter eine Riesenjacht mit, weiß nicht wie viel Metern. Ihr werdet es ja sehen im Video später. Wir sind ja auch gleich da. Dann geht es ja richtig los. Es ist nicht mehr weit. Die Messe ist schon in Sicht. Da ist schon der nächste Bus. Das ist sogar gar kein Bus von der Messe. Der ist vom Flughafen, Nummer 22er. Wahnsinn. Aber wir gehen durch die Messe. Halle 1, ich sehe das erste Mal Halle 1. Halle 1 habe ich jetzt schon gesichtet. Das heißt, Halle 1 ist der Eingang. Das heißt, wir müssen zu Halle 1. Weil da können wir vorne rein. Ich weiß nicht, welcher Eingang das ist. Süd, Nord, keine Ahnung. Hier auch, mein Abenteuer beginnt hier. Man kann da natürlich auch surfen und so. Also es gibt da so Freizeitaktivitäten, die man machen kann, wenn man möchte. Man kann Kanu fahren, man kann Jollen fahren, man kann alles. Nur man braucht halt Zeit. Und ich bin also jemand, ich habe da eigentlich gar keine Lust zu, weil ich möchte halt einfach nur die Boote anschauen. Und das dauert halt übelst lang mit den Wartezeiten. Und das ist halt ein Problem. Hier ist Halle 17. Halle 1 und Halle 17 habe ich schon mal auf dem Radar. Das heißt für mich im Klartext, dass der Eingang immer näher kommt.
Ich war ja auch auf der Feuerwehrmesse letztes Jahr in Dortmund. War auch Wahnsinn. Also kann ich nur sagen. Kann auch sein, dass das Fernsehen da ist am ersten Tag. Will ich mich abschreiten. Hoffe mal, dass ich mich nicht filme. Ich möchte eigentlich nicht gefilmt werden. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe die Messe genießen. Aber es kann natürlich sein, dass man mal ins Fernsehen kommt, aus Versehen. Wir sind immer näher dran. Immer näher. Da ist Halle 1. Da ist Halle 16, 17. Da ist das Riesengebäude mit den Flaggen und da steht auch schon die Boot. Entrance Gate 2, das ist für die Autos. Ich überlege gerade, wo der Eingang ist. Wir müssen noch ein Stückchen weiter gehen. Das ist alles keine Möglichkeit für uns, wo wir reinkommen. Da ist die Riesenhalle. Und da ist auch der Eingang vorne, weil ich eben mit dem Auto vorbei rangefahren. Weil hier gibt es keine Parkplätze, sonst hätte ich mich hier schon hingestellt. Direkt vor die Messe. Es gibt so VIPs. Die bekommen Parkplätze direkt vor der Messe. Aber die sind dann auch sehr wohlhabend. Es gibt ja auch viele auf der Messe, die sind sehr reich. Und die überlegen sich dann auch wirklich eine Yacht zu kaufen für ein paar Millionen. Das ist schon Wahnsinn. Aber es gibt halt auch welche, die gehen nur auf die Messe, um die Sachen zu kaufen und die anzugucken, sondern direkt zu kaufen. Wahnsinn. Kommt immer näher dran. Ich freue mich. Und wir sind lange unterwegs gewesen jetzt. Also das Auto steht sehr weit weg von mir. Und weiter geht es, glaube ich, gar nicht. So, da ist Messe Düsseldorf. Boot als Zeichen ist gegeben. Da ist noch ein Eingang für die Autos, also ein Parkeingang, aber das ist ziemlich teuer. Ich habe ja gerade eben gesagt, 6 Euro. Das ist schon unnormal. Hier ist das Messegelände. Ja, hier müssen wir rein. Das ist der Eingang. Dann sehen wir uns gleich auf der Messe. So, wir sind da. Eingang, ich weiß gar nicht. Eingang Süd. Okay, wir gehen rein. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt einen Plan geholt und einen Guide. Und wir befinden uns auch direkt in der Yachtenhalle. Wahnsinn. Wir sind hier in der Halle, wo die meisten Yachten sind. Ich kann euch mal eine zeigen. Das ist eine Linsen. Eine Linsenjacht. Wahnsinn. Krass. Und hier. Wahnsinn. Ich muss einmal die Sachen wegpacken und dann filme ich richtig für euch. So. So, wir sind in der Halle. Ich weiß nicht, welche Halle das ist. Ich denke mal Halle 1. Hier sind einige Boote. Das ist schon echt Wahnsinn. Also vor allem Yachten. Yachten sind hier. Einige Yachten sind hier. Das ist auch groß, das Schiff. Guckt euch mal die Yacht an. Wie Wahnsinn. Was ein Wahnsinn, diese Yacht von Ealing. Schöne Yacht. So, wir gehen weiter mit der nächsten Yacht. Das ist schon Wahnsinn. Wir sind hier bei Greenline Yachts. Ealing. Hier sind die Bavaria-Yachten. Hier sind die Bavaria-Yachten. Schaut euch das mal an. Wie groß dieses Schiff ist. Schon Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und das andere Schiff. Auch so groß. Boah, sind das Schiffe, ey. Wahnsinn. Vor allem von innen, wie das aussieht. Wie ein Haus. Das ist echt. Boah, schön. Da ist auch der. Ja, da steht die Gesamtlänge. 12,28 Meter. 10 Meter ist der Rumpf. Wahnsinn. Hammer. Hier ist Bavaria. Alles Bavaria-Yachten. Hier ist eine Yacht von Cobray. Wahnsinn. Guck mal, wie groß die ist. Hier sind Yachten von Jeannot. Hier ist irgend so ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, was das ist. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch eine ziemlich große Yacht. Die hat sogar oben so ein Verdeck. Schon Wahnsinn. Wie lang diese Yacht ist. Das sind nämlich die Neuheiten von Jeannot. Das sind die ganz neuen Yachten von Jeannot. Die kosten Vermögen. Hier sind die Yachten von Beneteau. Als französische Hersteller. Aber die Yachten sind so gigantisch. Das ist eine gigantische Yacht von Beneteau. Die hat einfach mal oben eine ganze Etage und dann noch
so viel Platz und die Länge vor allem. Guck mal dieses Modellboot an. Wahnsinn, wie detailgetreu das getroffen ist. Oder hier in der Meer. Wir gehen nach den wahnsinnigen Yachten jetzt in die nächste Halle. Wir gehen in Halle 3 Motorboote. Da gehen wir mal rein. Gehen wir mal hin. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Aber die Yachten, die waren schon einzigartig. Was die Größen diese Yachten hatten. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Bis gleich in Halle 3. Zwischen den Terminen der Karawanen. Die merke ich mir. Hier sind Motorboote ohne Ende. Wahnsinn! Das ist krass. Das sind Motoren. Das sind richtig heftige Motoren. Von Tuatha. Wir gehen in die nächste Halle, weil sie jetzt hier so nahe liegt. Halle 4 bis 8 gehen wir jetzt. Erstmal Halle 4 und dann bis 8 rüber. Hier sind auch Motorboote, nur andere. Vor allem neue und gebrauchte Motorboote. Schöner. Sehr schöner. Auch ein schönes Boot. Schaut euch mal das an. Das sieht cool aus. Das ist schon ziemlich cool. Das hier. Boah, schönes Boot. Oder diese Yacht, ey. Wahnsinn von Nordkap. Was eine Yacht. Ein Wahnsinn. Das ist krass, ey. Was hier abgeht, ey. Hier sind auch noch so ein paar Yachten. Und guckt euch diesen Motor an von Yamaha. Was ein Motor. Schau euch mal dieses schnelle Boot an. Boah, das ist aber ziemlich schnell. Aber hier dieses schöne Boot von Sago. Schaut euch mal den Katamaran an von J. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Boah, diese Boote von irgendeiner Marke, wo ich mir den Namen finde. Axo Prab. In die nächste Halle. Halle 5. Und hier sind, weiß ich gar nicht, auch, ich glaube auch Sportmotorboote, aber nochmal in einer ganz anderen Richtung. Boah. Das ist ja eine coole Marke. Die heißt einfach Skipper. Was die für ein Motor hat. 400 PS Motoren und dann noch drei Stück davon. Boah, das ist auch ein schönes Boot. Viersitzer. Motorboot. Wie schnell so ein Boot fährt, das ist die Frage. Guck mal die Achtern von. Das Boot besteht komplett aus Carbon. Was ein Boot. Das ist ein schönes Motorboot. Von Schwan wie der Schwan. Das sind die Motorboote von Fjord. Boote sehen so ein bisschen aus wie ein Oldtimer. So vom. Ja doch. Als ob das von einem Auto irgendwie so modelliert wurde. Wahnsinn, die ganzen Boote hier. Das ist auch ein schönes Boot. Und in dem hellblau. Hier sind die Boote von Chris Croft. 1917. Da bin ich endlich mal draußen. Boah. Oh, hier gibt es richtig leckeres Essen. Ich habe so einen Hunger, wenn ich das sehe. Fish and Chips. Ich weiß nicht, ob die mit Karte das machen. Und hier ist auch ein Boot. Oh, ein Viersitzer. Wahnsinn, ey. Es ist so kalt draußen. Ich mache jetzt Pause. Ich habe schon einige Sachen gesehen. Ich esse mir jetzt Fisch und Chips, gucken, wie es schmeckt. So, nach dem Fisch und Chips essen bin ich jetzt wieder da. War sehr lecker. Und wir befinden uns jetzt in Halle 9. Hier sind auch Motorjachten, wie man es sieht. Schöne Motorjachten. Auch ein paar von diesen Paddelbooten, mit denen man früher als Kind gefahren ist. Wir haben noch weitere Motorjachten oder Motorboote. Sagen, dass die Halle auf Motorboot spezialisiert ist. Und das sind halt diese ganzen Paddelboote von früher. Ich habe mich vertan, das ist ein Rennauto als Motorboot. Hier ist ein Motorboot für die ganze Familie. Wahnsinn, wie viele Sitze dieses Motorboot hat. Das ist echt wahnsinnig. Guck dir das mal an. Wie viele Sitze. Das hört ja gar nicht mal auf, ist ja wie im Bus. Hier sind auch noch ein paar Motorboote. Schöne Motorboote. Vielleicht geht es ja zu den Segelbooten, da freue ich mich schon drauf. Wer hatte nicht vor, immer ein Motorboot als Auto zu haben? Diese riesen Hurricane-Yachten. Schöne Boote. Von Ital und hier. Die ganze Halle ist voll mit Motorbooten. Wahnsinn. So, wir sind jetzt in Halle 10 gegangen. Hier sind eher so, ja, ich denke mal, Gerätschaften, die man so
aufrüsten kann aufs Boot. So, ich habe hier ein paar Prospekte mitgenommen. Ich gehe gerade durch die Halle. Segelboote habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die sind. Mal gucken, ob ich die noch finden werde. Hier ist Musto. Und Boris Herrmann ist der Sponsor, wie es aussieht. Oder zumindest das Werbegerät. Hier werden Anker getestet. Solarmodule. So, wir sind jetzt in Halle 11. In Halle 11 gibt es wohl die Segelsachen. Sprich Segelzubehör, Jacken, Schwimmwesten, Rettungswesten. Also ja, geht in den Bereich. Gucken wir mal, was hier so ist. Marine Pool, Wahnsinn. Hier ist das DLRG. Das Rote Kreuz ist hier. Für den Delfinschutz. Hier ist was für den Artenschutz von Haien und Walen. Guck das mal an hier. Wahnsinn. Hier ist ein Vortrag. So, wir befinden uns jetzt in Halle 12. Hier Taucherzubehörsachen. Wahnsinn. Wird gerade getaucht vor mir. Da tauchen gerade welche. Das ist ein Riesenbecken. Ja, das sind die ganzen Taucherzubehörsachen. Wir gehen aber jetzt in den Segelbooten. Wird gerade getaucht. Wahnsinn. Boah, sieht schon toll aus. Da ist gerade ein Vortrag von Martin Dennison. So, für diese Halle 15. Hier sind so Organisationen. Das Deutsche Rote Kreuz, was erwacht. Wir waren in Halle 14, habe ich vertan. Wir gehen jetzt in Halle 15 zu den Segelbooten. Halle 15, die Segelboote, 16 auch. 15 ist noch Kiter. Wir sind Halle 15 und die ersten Segelboote. Das ist ein Vortrag gerade. Sehr viel Chaos. Wow. Die strategische Entscheidung war, bleiben wir nördlich oder gehen wir südlich. Wenn man jetzt weiß, dass wir... Aufsplittung ja der Flotte und Bruch an Bord. Ende August an. Guck mal hier, was hier los ist. Sehr schöne Segelboote. Hier auch. Da sind die ersten Segeljachten. Schaut euch die mal an, von Hanseyachten. Hier sind Segeljachten von X-Yachts. So, ich gehe in die nächste Halle. Ich bin jetzt in Halle 18. Das ist die letzte Segelboothalle. Nee, Halle 16. Und der 18 angezeigt. Achso, der Weg geht zu 18. Ja, habe ich euch gestanden. Auf jeden Fall Halle 16. Da sind auch nochmal Segelboote. Und dann müssen noch die großen sein. Und dann nochmal schnell Halle 17, wenn ich 18. Ja, und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Einmal nochmal der Anblick. Wahnsinn. Hier sind Segeljachten von X-Yachts. So, ich gehe in die nächste Halle. Hier jetzt in Halle 18. Das ist die letzte Segelboothalle. Nee, Halle 16. Wird der 18 angezeigt. Achso, der Weg geht zu 18. Ja, ich habe gestanden. Auf jeden Fall Halle 16. Da sind auch nochmal Segelboote. Und dann müssen noch die großen sein. Und dann nochmal schnell Halle 17, wenn ich 18. Ja, und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Einmal nochmal der Anblick. Wahnsinn. Savir-Yachten. Daneben Garcia. Boah, alles Segeljachten. Wahnsinn. Wahnsinn. Elan, E6 und Flyer. Hier sind Segeljachten von Contests. Hier ist eine Segeljacht von Oyster. Die ist schön, die Yacht von Oyster. 565. Wahnsinnsjacht. Von wie lang die ist. Und hier sind Segeljachten von Hallberg Racing. Und hier sind die Yachten von Beneteau. Wahnsinn. Alles Segeljachten. Das sind alles Segeljachten von Beneteau. Hier sind die Segeljachten von Beneteau. Hier wird gefahren. Kurz. Wird gefahren mit der Wasserstrecke. Wahnsinn. War hier mit Boards. Windsurfen. Kannst du ein Segel vom Windsurfen? Das ist im nächsten Raum. In Zusammenarbeit mit Touren, um die Windfoil erklärt. Was ist das? Aus diesem Flügel unter Wasser, das sogenannten Foil. Toll aus. Ich weiß auch nicht, wirklich viel Stoff.
Nee, ganz, ganz hoch. Oh. Wir kommen da ran. Wir gehen jetzt wieder in alle Hallen und werden dann Richtung Ausgang gehen. Wir werden dann die Messe verlassen. Aber ein bisschen tue ich noch Film. Kona. Ist auch schön. Ja, gut, oder? Von Wokis. Eine Wahnsinnssegel, ja. Von Heilberg Racing. Ah, das ist Fernsehen. Boat Sailing School. Der wunderbare See. Auch sehr. Hier sind auch so Kajaks und Wohnmobile. Hier wird gerade Kajak gefahren. Autos als Motorboote. So, ich bin in Halle 7. Hier sind die Münzen und Bilder und Segel. Aria-Yacht C34. C50 und dahin C38 und C42. Die größte Bavaria-Yacht aktuell, eine C57. Hier sind die Yachten von Grand Circle. Einmal die Segeljachten von Journeau. Einmal die C57 und die C50 im Vergleich. Wahnsinn. Nach den einzigartigen Yachten geht es jetzt in den Freizeitaktivitäten-Sportbereich. Halle 17. Die Windsurfer. Ja, an der Sauber. Bringt gerade jemand mit einem. So, wir machen das gleich nochmal. Guck mal den Laden an. Wahnsinn. Boards. Ich bin jetzt runter vom Gelände. Die Boot ist für mich vorbei. Mein Fazit zur Messe ist, es war eine sehr gute Messe. Ich habe viel erlebt, viele neue Sachen gesehen, vor allem die neuen. Yachten, die hat mich sehr interessiert und ich komme nächstes Jahr wieder und freue mich dann auf die neuen Sachen, die dann existieren. Ich gehe jetzt im Auto und fahre dann wieder zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, sollte euch der Kanal gefallen, und wir sehen uns auf der nächsten Messe.